Die Definition von Verkaufen, Vertrieb. Was ist Verkaufen in unter einer Minute? Da draußen gibt es so viel Quatsch zum Thema Verkaufen. Es gibt ganze Sales Masterminds, wo es nur um das Thema Vertrieb und Marketing geht, die teilweise vierstellig, teilweise fünfstellige Beträge kosten. Dabei ist letztendlich Vertrieb und Sales reine Übungssache. Also ich sage mal 90% Fleißarbeit, 10% sind es einige Prinzipien, die muss man verstanden haben, und der Rest ist letztendlich Fleißarbeit. Und das werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Also, was ist Verkaufen? Verkaufen ist Bedarf finden, Bedarf decken. Punkt. That's it. Okay? Das werden wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Also du hast jetzt hier sozusagen 100%. Wie viel von den 100%, das ist das Zweite, was viele meistens ein bisschen verkehrt hinbekommen im Verständnis, wie viel von diesem Prozent widmen uns Bedarf finden im Vertrieb und wie viel von diesen 100% widmen wir uns Bedarf decken? Also dieses sind zwischen 100% unserer Ressourcen, also 100% habe ich noch vergessen hinzuzuschreiben, das sind 100% unsere Ressourcen, ja, Marketing, Vertrieb, Business Developer und so weiter. Die Regel gilt, ganze 10%, dachtest du jetzt wahrscheinlich, das ist ein bisschen mehr, 10% unserer Ressourcen widmen mir der Bedarfdeckung. Okay? Und 90% unserer Ressourcen widmen mir der Bedarfsfindung. Okay, ganz, ganz wichtig, das Verhältnis 90-10. Okay, jetzt magst du dir vielleicht schon Gedanken machen, okay, bis jetzt habe ich eigentlich immer so 50% der Zeit, ja, damit verbracht, Bedarf zu decken oder versucht zu decken. Und es hat nie so richtig funktioniert. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, weil du hast nicht genug Zeit und Ressourcen aufgewendet, den Bedarf erstmal zu finden, damit du ihn dann einfach nur noch decken kannst oder musst. Ja? Und das hier, Bedarfsfindung, das unterteilt sich jetzt nochmal hier in drei verschiedene Säulen. Okay, das unterdröseln wir jetzt noch mal ein bisschen, weil es immer 90% letztendlich unserer Ressourcen wieder reingeben. Ja? Und viele machen sich 90% der Zeit, die ganze Zeit darüber Gedanken, okay, wie können wir hier noch besser werden? Wie können wir hier noch besser werden? Ja? In der Bedarfsdeckung, wie kann ich meine Ressourcen noch besser anwenden auf die Bedarfsdeckung? Ja? Also, wie kann ich noch besser werden in der Einwandbehandlung? Dann schicke ich meine Leute in irgendwelche Kurse für Einwandbehandlung, gebe da ein paar 10.000 Euro aus. Wie kann ich noch besser werden in der Präsentationsskills, ja? Tonalität, ja? All diese Dinge sind wichtig in der Bedarfsdeckung. Aber die meisten, auch große Unternehmen, die verbringen die ganze Zeit nur damit, dass sie ihre Leute weiterbilden und ausbilden in diesem 10%-Bereich, im Bereich der Bedarfsdeckung, anstelle dass sie hier in diesem 90%-Bereich, in der Bedarfsfindung, ja, da mehr rein investieren, dort besser werden, dort sich weiterbilden, dort ausbilden und so weiter und so fort. Okay? So, wir unterteilen jetzt hier, weil dieser Bereich sehr, sehr mächtig und sehr, sehr groß ist und sehr, sehr entscheidend, damit dann letztendlich die Bedarfsdeckung, der eigentliche Verkauf hier oben, der dann stattfindet, eben auch erfolgreich stattfindet. Auch mit einer guten Conversion Rate, dass du da auch die Investitionen, die du dort tätigst, im Sinne von Leute einstellen, Telesales, Telemarketing, Online-Marketing, Facebook, LinkedIn etc. pp., auch einen positiven, nach Möglichkeit mindestens 3-5 Faktor Return on Invest, dir dann auch einbringt. Also, diesen Bereich hier, 90%, den unterteilen wir nochmal in drei Unterbereiche. Okay? Also, der erste Bereich hier ist tatsächlich das Finden von bestehenden Bedürfnissen. Ja, also das Finden von bestehendem Bedarf. Ja.
Der zweite Bereich ist das Erschaffen. Von noch nicht vorhandenem Bedarf beziehungsweise ins Bewusstsein rufen. Ist vielleicht etwas ethischer ausgedrückt. Aber mal angenommen, jetzt mal ein plumpes Beispiel aus dem Konsumentenbereich, Süßigkeiten. Was wird alles unternehmen, wie viel Werbung, wie viele Milliarden werden ausgegeben, um sozusagen hier Bedarf zu erschaffen im Bereich Süßigkeiten? Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, ja. Also Nestle und Co., du gehst in den Supermarkt rein, du kommst nicht aus dem Supermarkt raus, ohne dass du mindestens einmal an den Süßigkeiten vorbeigegangen bist. Und wenn du dann an der Kasse warten musst, was findest du links und rechts von dir wieder? Weitere Süßigkeiten. Ja? Glaube mir, wir Menschen brauchen keine Süßigkeiten. Wir können auch ohne Süßigkeiten leben. Ja, wahrscheinlich sogar viel besser. Wir sind sogar energetischer, leistungsfähiger, ja? Weniger krank. Ja, Diabetes gab es vor 500 Jahren de facto noch nicht. Ja, ein großes Problem jetzt in unserer Zivilisation aktuell. Ja, und dann gibt es wieder weitere Werbung, dass du irgendwelche Sachen, Pillen schlucken musst und so weiter. Ja, also die Pharmaindustrie arbeitet da teilweise Hand in Hand mit der Nahrungsmittelindustrie. Ja, möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen hier. Ja. Also, Bedarf erschaffen. Wir würden sagen, bei uns im B2B, in der IT-Branche, ins Bewusstsein rufen. Ja? Wir wollen jetzt hier keine Lösungen verkaufen, die gar nicht nötig gewesen wären. Ja, das wollen wir hier nicht. Aber wir wollen Probleme, dessen sich unser Kunde oder potenzieller Kunde und unser Prospekt noch gar nicht bewusst ist, da wollen wir ihn sozusagen ins Bewusstsein rufen. Das ist auch so ein bisschen die Tätigkeit von strategischer Beratung, Konzeption. Ja, also letztendlich, bevor man überhaupt reingeht und dann tatsächlich anfängt, also hier Lösungen zu programmieren oder ähnliches, zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Ja? Also, ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt, erster Punkt war Bedarf finden. Zweiter, Bedarf schaffen, ins Bewusstsein rufen. Das setzt natürlich auch schon voraus, dass du letztendlich mehr weißt wie dein Kunde. Ja? Also wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst, ist es ein bisschen schwierig, diese zweite Sache. Und das dritte ist vergrößern. Okay. Schmerzpunkt, nochmal rein in die Wunde, den Daumen rein in die Wunde, letztendlich den sozusagen Schmerzpunkt nochmal enforcieren, ja, zu sagen, okay, wenn Sie hier zum Beispiel Ihren Fleckenteppich, jetzt in der IT-Branche zum Beispiel, Ihren Fleckenteppich an Untersystemen. Also Sie haben irgendwie 17 verschiedene Gesellschaften auf der ganzen Welt verstreut. Da sind irgendwie 7 bis 8 verschiedene ERP-Systeme im Einsatz. Ja, die können alle untereinander nicht sprechen, die können sich alle untereinander nicht austauschen, diese Systeme. Das hat wiederum zur Folge, dass der Einkauf nicht zentralisiert werden kann. Das hat wiederum zur Folge, dass die Preise nicht optimiert werden können im Einkauf auf globaler Ebene. Das wiederum hat zur Folge, dass die Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Das wiederum hat zur Folge, dass man Stellen abbauen muss und so weiter und so weiter. Das heißt, hier die Wunde richtig reindrücken mit den Daumen. Das Problem, das bestehende Problem, das vielleicht schon bewusst da ist, die beiden Dinge hier gehen häufig mit einher, ne? Dass man sozusagen hier sagt, okay, wir haben jetzt hier den Bedarf gefunden, das kann man natürlich alles jetzt miteinander kombinieren, dann ruft man nochmal den Bedarf ins Bewusstsein, das heißt, man hat jetzt einen Prospekt gefunden, der hat vielleicht auch schon eine Webanzeige oder ähnliches gesehen, man hat ihn jetzt zum Beispiel in der Telefonakquise dran und der Bedarf ist da, das ist auch, man ist sich dessen schon zwar bewusst, aber vielleicht noch nicht in der voller Gänze, noch nicht in voller Größe. Da gibt es ja auch diesen Cycle hier, ja, also das hier sind 10% der Probleme, dessen man sich bewusst ist, die man auch schon angeht. Dann hat man hier nochmal weitere 20-30% der Probleme, dessen man sich zwar bewusst ist, aber die man nicht angeht. Ja. Und das hier ist die rote Zone, das ist die gelbe Zone, die orange Zone, das ist die rote Zone. Ich müsste es eigentlich jetzt mit rot machen, habe ich jetzt leider gerade nicht da. Ja, gelbe Zone, grüne Zone und rote Zone, ja, die Probleme, dessen man sich noch gar nicht bewusst ist. Und das sind häufig die Probleme, die wichtigsten, die angegangen werden müssen, um letztendlich diverse große Probleme lösen zu können, ja, um auch, sagen wir mal, so eine Art Quantensprung machen zu können. Wenn zum Beispiel jetzt eine Firma sich
transformieren möchte, digitale Transformation, Stichwort, oder auch persönliche Transformation, ja, jetzt zum Beispiel in der Weiterbildung, im Leadership, je nachdem, was du gerade machst, ob du jetzt eher in der Richtung Beratung unterwegs bist oder halt Softwareentwicklung, Systeme integrieren und so weiter und so fort. Ne? Das ist letztendlich das, was wir hier haben, dass wir hier einsetzen, dass wir sagen, jeder Mensch, so wie jedes Unternehmen, ist sich letztendlich, sagen wir mal, 40% seiner Probleme, vielleicht der wichtigsten Probleme und deswegen noch gar nicht bewusst, der noch nicht sich bewussten Probleme, ja, die hier zumindest teilweise oder zur Gänze ins Bewusstsein rufen. Und das funktioniert in der Praxis halt so, dass du jetzt ein Beraterhaus bist mit ganz vielen Kunden und Use Cases und Showcases und kannst sagen, ja, hallo, wir haben jetzt hier Ihre Situation analysiert, wir sind gerade dabei, Ihre Situation zu analysieren. Wir haben das und das und das hier, gewisses Pattern, gewisse Muster sind hier erkannt worden. Und auf der Basis dessen können wir das matchen mit unseren anderen Use Cases, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Und das ist letztendlich auch die Daseinsberechtigung eines Beraterhauses und eines Dienstleisters oder auch eines Beraterhauses und eines Softwaredienstleisters, der beide Bereiche abdeckt, Beratung und Umsetzung und Implementierung. Häufig möchte man das aber gezielt trennen. Ja. Ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall hier in den dritten Bereich rein, nochmal enforcieren, nochmal vergrößern. Und letztendlich kann man hier auch wieder aus Use Cases und Erfahrungswerte aus vorherigen Projekten kann man hier sozusagen auch nutzen, ja, wo man zum Beispiel vielleicht auch mal einen Kunden erstmal nicht gewonnen hat. Und dann hat es nochmal 3 Jahre gedauert, bis man den Kunden dann gewonnen hat. Und dann hat man ganz genau gesehen, okay, diese gewissen Vorschläge, diese gewissen Handlungsempfehlungen, die wir als Berater, zum Beispiel als IT-Berater von uns gegeben haben, bei zum Beispiel aufgrund eines Analyse-Workshops vor 3 Jahren, die sind nicht umgesetzt worden. Und jetzt gibt es diese und diese schlechten Folgen daraus, negativen Folgen. Und jetzt plötzlich sagt man, okay, hier brennt der Kittel, ja, dass man hier nochmal den Problem nochmal reingibt mit der Wunde, mit dem Daumen in die Wunde, und hier brennt der Kittel so, dass man dann sagt, okay, nehmen wir das Ganze in die Hand, jetzt nehmen wir Fahrt auf, jetzt wollen wir das Ganze wirklich tatsächlich auch umsetzen. Ja. Hier ganz kurz nochmal diesen Bereich nochmal kurz rausgenommen. Also, nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Was ist letztendlich Verkaufen? Und wie muss ich jetzt in der Praxis ganz konkret und ganz gezielt reingehen, um den Kunden zu verstehen, sodass ich ihn dann letztendlich auch abschließen kann? Okay? Ganz banal. Es gibt einen Ist-Zustand. Das ist die aktuelle Situation des Kunden oder des Prospect. Okay? Und dann gibt es einen Soll-Zustand. Okay? Da gibt es normalerweise eine Timeline. Sonst im B2B. Aber auch im B2C. Die sind nur meistens ein bisschen kürzer. Du musst also, zum Ersten musst du den Kunden verstehen, was ist die Ist-Situation. Zum Zweiten, was ist die Soll-Situation, was will er erreichen, was ist das Ziel. Und dann zum Dritten kommt folgende Frage, und das ist die alles und einzigst entscheidende Frage. Ich schreibe es nochmal hin. Warum noch nicht angekommen? Ist-Situation, Wunsch-Situation, Soll-Situation. Warum ist die Soll-Situation noch nicht eingetreten? Die Wunsch-Situation. Dann gehst du hier ganz, ganz konkret rein und bohrst rein und eruierst. Eruierung nennt man das im Fachjargon im B2B-Vertrieb, den sogenannten Schmerzpunkt oder noch besser, ich liebe diesen Begriff, Kittelbrennfaktor.
weil man das so schön sich vorstellen kann. Der Grund, warum jemand, kleiner Unternehmer, Mittelständler, großer Unternehmer, egal, Abteilungsleiter, CEO, CFO, völlig egal. Der Grund, warum jemand eine Ist-Situation hat, mit der er nicht zufrieden ist und eine Soll-Situation, die er noch nicht erreicht hat, ist ein Grund. Und dieser Grund ist immer der Kittelbrennfaktor. Denn wenn dieser Grund kein Kittelbrennfaktor ist, dann wäre er da schon längst dort. Dann bräuchte er dich gar nicht. Okay? Also, das ist letztendlich, was du im Vertrieb hinkriegen musst. Und so simpel kann es letztendlich sein. Denn wenn du das herausgefunden hast, dann brauchst du keine langwierigen Tonalitätsschulungen. Dann brauchst du keine langwierigen, du siehst es ja auch an mir, ich bin auch nicht kein super Tonalitätstyp. Ich bin auch kein super Rhetoriker. Ich brauche keine riesigen Rhetorikschulungen. Ich bin ja kein Speaker. Ne? Ich will Leuten eine Lösung bieten, die ihre Probleme löst. Ja? In dem Fall Softwarelösung im Regelfall. Und ich bin auch kein Einwandbehandlungsgenie. Ja? Ich bin auch keiner, der jemanden zulabert. Ja? Bin eher jemand, der zuhört. Also das ist letztendlich Verkaufen. Und wenn du das verstanden hast, dann schließt du auch mehr Kunden ab. Und alles andere folgt von ganz alleine. Eine Sache noch, bevor ich jetzt das Video beende. Ich würde mal sagen, dass 80-90% der Leute da draußen, die was mit Selbstständigkeit zu tun haben oder da rein wollen oder auch schon länger selbstständig sind und Unternehmer sind, eine Sache entweder überhaupt nicht verstanden haben oder komplett nicht bewusst ist, da sind wir wieder beim Thema bewusst, ja, dass sie sich dessen nicht bewusst sind, oder es komplett unterschätzen, dann sind wir wieder beim Thema Vergrößerung des Problems. Ja, also es ist immer diese drei Sachen, ist letztendlich das. Kundengewinnung. Das gleiche ist wie Mitarbeitergewinnung. Du musst die gleichen Prinzipien, die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Methoden anwenden bei der Kundengewinnung wie auch bei der Mitarbeitergewinnung. Du musst den Mitarbeiter verstehen, damit du ihn führen kannst. Du musst den Kunden verstehen, damit du ihn abschließen kannst und behalten kannst. Das ist das Allerwichtigste, um den Customer Lifetime Value möglichst zu maximieren, also den Kundenwert. Das wiederum gibt dir die Möglichkeit, Cashflow zu generieren, das wiederum die Möglichkeit zu wachsen. Dass du ein bisschen Geld übrig hast für Marketing und Vertrieb. Okay, desto besser du das hinbekommst, desto wettbewerbsfähiger bist du. Okay? Ganz, ganz wichtig. Also, letztendlich, Kundengewinnung ist das gleiche wie Mitarbeitergewinnung. Okay? Jetzt magst du sagen, okay, Mitarbeiterführung. Machen wir das Ganze mal andersrum. Mitarbeiterführung, also das ist ja das, woran auch die meisten viele scheitern, wenn sie das Problem Mitarbeitergewinnung gelöst haben, mehr oder weniger. Dann haben viele das Problem mit Mitarbeiterführung. Was ist denn jetzt das Äquivalent zu Mitarbeiterführung? Achtung, aufgepasst, Geheimtipp. Was könnte jetzt das Äquivalent zu Mitarbeiterführung sein auf der Kundengewinnungsseite, auf der Kundenseite? Das ist die Bestandskundenpflege. Okay, wenn du bestehende Kunden nicht führst und immer wieder ihnen klar machst, warum sie weiterhin dein Kunde sein sollen und eventuell ein Upsell und eventuell mal ein Cross-Sell und so weiter und immer wieder Werte schaffst und immer wieder sie auch an der Hand nimmst und sagst, okay, wir müssen jetzt mal hier mal nachschauen, müssen jetzt hier mal schauen, dass wir hier weiterkommen an der Stelle oder an dieser Schraube mal drehen, dass wir mal hier anständig ein bisschen Wachstum hinkriegen und so weiter und so weiter. Wenn du das nicht tust, wenn du diese Rolle nicht übernimmst, dann wirst du den Kunden früher oder später wieder verlieren. Und hast du die sogenannte Churn Rate und die gilt es immer zu minimieren, denn jeder neu gewonnene Kunde, ja,
kostet dich 7 bis 30 Mal mehr als wie jemanden, den du schon mal als Kunden hast und sozusagen hier Bestandskundenpflege optimierst und praktizierst, ja, um den Kunden weiterzuhalten und den Kundenwert zu maximieren. Ja, das ist das Gleiche wie Mitarbeiterführung. Einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen und in diese ganze Auswahlprozess, diese ganzen Interviews, diese ganzen Testcenter, Probezeiten, Schnuppertage, Trainings, unfassbar viel Aufwand. Und dann versagst du in der Mitarbeiterführung und dann hast du eine Fluktuation. Und die willst du unbedingt vermeiden. Unbedingt vermeiden. Okay, also hier unten, mach das Ganze mal orange. Hier unten liegt letztendlich das Gold. Bestandskundenpflege wie Mitarbeiterführung. Es ist Äquivalente. Die gleichen Prinzipien, die gleichen Fähigkeiten. Intern, extern. Okay? Kundenseite, intern, Mitarbeiterseite. Und hier liegt das Gold. Hier liegt das Potenzial für echtes Wachstum. Viele denken immer, hier eine Neukundengewinnung. Und da also Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung. Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung. Egal wie viele Videos man sieht oder dreht, ja, das sind immer diese zwei Bereiche, wo die meisten immer klicken. Ja. Vordergründig ist das auch richtig so, denn wenn ich keine Kunden habe, erstmal, ne, kann ich auch keine pflegen. Wenn ich keine Mitarbeiter habe, ne, kann ich auch keine führen, das ist schon klar. Aber hier unten, hier liegt das eigentliche Gold. Okay? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Bis dahin. Schreib mir gerne was in die Kommentare. Daumen hoch.